liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir und herzlich willkommen in einer neuen Bücherwoche. Ja, das war die Woche jetzt nach der Buchmesse und ich war ganz froh, den Montag nach der Buchmesse noch frei gehabt zu haben. Und ja, ihr werdet wahrscheinlich den Buchmesse-Vlog immer noch irgendwie so ein bisschen vermissen. Ich versuche ihn jetzt am Wochenende zu schneiden und dass ihr ihn jetzt dann diese Woche auch habt, denn ja, ich bin einfach irgendwie noch nicht so richtig dazu gekommen und für sowas braucht man halt doch ein bisschen mehr Zeit, als wenn man ein ganz normales Video dreht und schneidet, weil ja sonst meine Videos auch keinen sehr großen Schnitt dran haben. Ja, meine Bücherwoche war mit drei guten bis sehr guten Highlight-Büchern ausgestattet und einem Buch, das ich abgebrochen habe. Zudem habe ich auch die 6. Staffel von Game of Thrones beendet und ich habe eine kleine Ankündigung jetzt für Montag, den 8. April. Hier habe ich eine ganz liebe Gästin sozusagen auf meinem Kanal, und zwar die liebe Miriam Lorch. Die passend zu meinem Achtsamkeitsmonat auf meinem Kanal zu Besuch ist. Wir werden über Achtsamkeit sprechen, über Yoga sprechen und ja, sie ist da ja im Grunde eine Fachfrau und ich bin wirklich sehr happy, dass sie sich die Zeit nimmt hier auf meinem Kanal, und dazu erzähle ich dann natürlich auch noch ein bisschen was. Aber wie immer starten wir chronologisch mit den Büchern der Woche. Das erste Buch habe ich beendet, das habe ich in der letzten Woche schon angeteasert, und zwar Die Krone der Dunkelheit von Laura Kneidel, ein Jugendhigh-Fantasy-Buch, was ich in der letzten Woche ja schon begonnen hatte, aber dadurch, dass ich ja dann nur 4 Tage im Grunde Zeit hatte, nicht dazu gekommen bin, es zu beenden. Dann, da neue Fitzek wurde gehört. Ich habe mir zu einem halben Guthaben im Grunde das Hörbuch geholt. Wir haben hier ja ein Sachbuch, mal etwas ganz anderes von Fitzek. Und wie mir das gefallen hat, dazu dann natürlich mehr. Dann habe ich Glücksbringer auf leisen Pfoten von ihrer Panik gelesen. Ein Wohlfühlbuch mit Katzen, wie es der Titel im Grunde schon verrät. Und das uns nach Paris entführt. Und das abgebrochene Buch ist dann der Auftakt einer neuen Saga, wohl einer Dilogie, wie ich es verstanden habe, Der weiße Ahorn von Mina Bates. Ja, ein Drittel Bücher, also 4 Bücher in dieser Woche, die nicht unterschiedlicher sein könnten, aber wirklich ein tolles Leseerlebnis bei mir hinterlassen haben. Wir fangen aber, wie immer, der Reihe nach an, und zwar mit Laura Kneidels Die Krone der Dunkelheit. Hab von der Autorin ja schon vor 2-3 Jahren Water and Air gelesen. Das war ja auch so eine Science-Fiction-Dystopie, auch eher für Jugendliche ausgerichtet. Das hatte mir ja sehr gut gefallen, weil ich diese Idee auch einfach toll fand und sehr schön umgesetzt fand. Der zweite Teil der Reihe wird jetzt im September erscheinen und der dritte Teil ist dann voraussichtlich Anfang nächsten Jahres erhältlich. Und das finde ich auch wirklich so ein Abstand, wenn dann ein halbes Jahr immer dazwischen ist, was ich absolut in Ordnung finde und wo man eben auch nicht irgendwie was vergisst und ständig was rereaden müsste, weil man irgendwie schon Teil der Geschichte nicht mehr so vor Augen hat. Ja, Die Krone der Dunkelheit ist ein Jugend-High-Fantasy-Buch, was uns wirklich in eine tiefe Geschichte hineinzieht und ein bisschen jugendlichere Charaktere hat. Ich würde sagen, es ist auch absolut für junge Erwachsene lesbar und auch, wie gesagt, für mich als mit 30-Jährigerin war die Geschichte wirklich sehr besonders. Denn wir sind hier in Tobra, und in Tobra ist Magie im Grunde verboten. Denn Tobra ist das Land der Menschen, und das Land der Menschen wird von den magischen Geschöpfen durch eine große Mauer getrennt. Und wir treffen auf Prinzessin Freya, die trotz aller Verbote die Magie anwendet, um ihren verschwundenen, verschollenen Bruder Talon zu finden. Eigentlich wird gesagt, dass Talon, der Kronprinz, tot ist, aber Freya glaubt dann nicht so richtig dran und begibt sich mit der Magie auf die Suche nach ihm und findet durch diese Magie heraus, dass er in Milidria sein soll, eben diesem Nachbarland, das von magischen und grausamen Wesen eben bewohnt ist. Und so macht sich Freya auf den Weg.
findet unterwegs noch einen unsterblichen Wächter der Mauer wieder, Larkin, und beide begeben sich auf die Reise. Ein anderer Erzählstrang zeigt uns dann die etwas rebellischere Ceylan, so habe ich sie zumindest ausgesprochen, und die möchte als Wächterin an der Mauer dienen. Und die Mauer dient eben dazu, die magische Welt von der Menschenwelt zu beschützen und wird von allen beiden Seiten im Grunde auch bewacht. Sie ist aber nicht umtrieben von reiner Menschenliebe, sondern sie möchte Rache für ihre Eltern, die durch einen Angriff dieser magischen Wesen eben umgekommen sind. Und zudem soll sie aus den ein oder anderen Gründen, die ich jetzt gar nicht verraten möchte, soll sie nach Melidrian reisen, um dort einer Krönung beizuwohnen. Und dort wimmelt es dann so ein bisschen von Feinden. Die dunkle Magie zieht in dieser Welt so langsam auf. Und wie alle beiden Erzählstränge oder der ein oder andere im Grunde diese Geschichte fortführt, müsst ihr dann einfach selbst lesen. Als erstes muss ich echt sagen, es ist eine grandiose High-Fantasy-Welt. Es ist wirklich wunderbar bildhaft erzählt, es ist groß, es macht so einen epischen Eindruck, es saugt einen hinein. Und Laura Kneidl hat es für mich wirklich ganz toll geschafft, diese Geschichte lebendig zu machen. Also man fiebert mit dem Protagonisten mit, man ahnt irgendwie, wo könnte es hingehen, wird aber dann doch total überrascht an mancher Stelle. Ich mag es, dass wir verschiedene Perspektiven haben. Ich finde, das macht so eine Welt irgendwie greifbarer und echter, weil man sie aus allen Seiten irgendwie kennenlernt. Man hat eben unterschiedliche Charaktere, die ganz wo unterschiedlich stehen in dieser Geschichte, in dieser Welt, und die uns eben einfach ihre Sicht der Dinge erzählen können und uns eben auch einfach auf ihre Reise sozusagen mitnehmen. Dass wir uns in High-Fantasy-Geschichten oftmals auf Reisen begeben, ist natürlich jetzt nichts Ultimatives Neues. Hier finde ich aber, hat Laura Kneidl wirklich eine ganz tolle Wahl gewählt, welche Charaktere wir im Grunde begleiten, wie spannend sie das ausgestaltet hat, wie ausführlich sie uns das erzählt, und man hat wirklich die Landschaft dieses Landes, dieser Ländereien vor Augen. Ich finde, das macht Laura Kneidl unglaublich gut, dass sie mit zum Teil wirklich wenigen Umschreibungen aber so ein Gefühl herbeibringt, so ein Gefühl, dass man da wäre, wie das aussieht, wie das riecht, wie etwas schmeckt. Das finde ich, macht Laura Kneidl wirklich unglaublich gut, eben auch so für ein Jugendbuch-Genre, was ja vielleicht nicht unbedingt den extrem stärksten Anspruch hat, das so extrem zu machen, finde ich, macht sie wirklich toll. Zudem haben wir wirklich sehr tiefgründige Charaktere, die auch wunderbar sich schon im ersten Teil entwickeln, und die Entwicklung jedes Einzelnen, den wir ein bisschen intensiver begleiten, finde ich wirklich gelungen. Es ist irgendwie logisch, es ist irgendwie konsequent und es macht einfach Spaß, da mitzugehen und damit zu fiebern und diese Entwicklung auch zu erleben. Es ist auch sehr kurzweilig erzählt, was ich besonders wichtig finde, dass es eben nicht irgendwie ständig langweilig ist, dass so ein Spannungsbogen da ist, der sich zwischendrin auch immer mal wieder auflöst, trotz einer Geschichte, die natürlich ein bisschen vorhersehbar ist. Also wer High Fantasy kennt, wer Jugend High Fantasy kennt, der ahnt schon so ein bisschen, in welche Richtung diese Geschichte gehen könnte. Dennoch passiert Unvorhergesehenes und Dinge, mit denen man eben auch nicht rechnet. Und diese Mischung aus Bekannten und dennoch Neuen, und ja, diese Mischung, finde ich, hat Laura Kneidl für mich wirklich sehr, sehr toll gemacht. Leider hat das Buch für mich im letzten Drittel so ein bisschen abgenommen, wo ich so dachte, eigentlich müsste jetzt ja nochmal Spannung kommen, um eben ja im Grunde dann so ein bisschen den zweiten Teil anzuteasern. Für mich wurde es hier aber dann doch zu vorhersehbar, ein bisschen zu langatmig und ein bisschen zu banal. Ich weiß nicht, was da irgendwie passiert ist, weil bis dahin hat es mich wirklich sehr gepackt und sehr gefesselt. Und ich hätte halt, wie gesagt, da eigentlich auch die Spannung erwartet. Natürlich muss man auch einfach sagen, dass man doch sehr viele Parallelen zu anderen Geschichten mitnimmt. Und damit muss es nicht unbedingt Herr der Ringe sein oder das Lied von Eis und Feuer. Ja, auch da erkennt man manche Ähnlichkeit. Aber es ist so, ja, es gibt, wie die Magie wirkt, aus welchen Gründen manche losziehen, was ist mit den unsterblichen Wächtern. Und das sind so Dinge, die einem so ein bisschen bekannt vorkommen. Ich habe extra auch mal was rausgeschrieben, was mir relativ früh der Geschichte aufgefallen ist, und zwar eine Parallele zu Game of Thrones, das Lied von Eis und Feuer. Hier beschreibt
Ja, ein, der eben zur Mauer geht, die Mauer. Mauer besucht hatte, war er besessen von den Männern in Schwarz und ihren magisch geschmiedeten Waffen. Und es gab einige dieser Sätze, Erklärungen, die mich sehr oft an das Lied von Eis und Feuer, also an Game of Thrones, erinnert hat. Allein wie so auch diese Mauer so ein bisschen wirkt, was natürlich viel mehr an die Bücher von George R. Martin kommt. Auch dieses, dass die in Schwarz sind, dass da eigentlich nur Männer sind, dass es da irgendwie magische Waffen gibt, wenn man an den valyrischen Stahl, an die valyrischen Schwerter denkt. Es gab doch sehr viele Parallelen, wo ich dachte, ja, sich so ein bisschen inspirieren lassen, ist vielleicht ganz gut und ist vielleicht auch so jugendlicher Art, ja, im Grunde eine andere Generation zu erzählen, finde ich gar nicht verkehrt. Aber ich fand es doch ein bisschen schade, dass es bei mir manchmal dieses das Lied von Eis und Feuer Feeling heraufbeschworen hat. Und ich mir so denke, ich brauche aber halt nicht was anderes, ich kann das Original lesen. Na, ich bin halt kein Freund, wenn mir etwas ein ähnliches Gefühl gibt, wenn ich eben auch das echte Gefühl haben kann. Wie gesagt, ich finde gar nicht, dass da was abgeschrieben oder sowas ist. Also man kann natürlich in der High-Fantasy-Welt auch nicht das Rad irgendwie neu erfinden. Man könnte es nur zertrümmern, um Daenerys zu zitieren. Es war eine tolle Jugendbuch-High-Fantasy-Geschichte, gar keine Frage. Und ich glaube, wer in der High-Fantasy-Welt so unterwegs ist und vielleicht auch mal was Neues anfangen möchte, wer vielleicht noch nicht allzu viel davon gelesen hat, der ist mit Die Krone der Dunkelheit absolut richtig. Wer aber einfach schon einiges in diesem Genre gelesen hat, der wird da eben auch einfach Bekanntes entdecken, was aber Laura Kneidl einfach toll schreibt. Also ich finde, man kann durchaus auch, als dass einem das immer mal bekannt vorkommt, durchaus in dieser Geschichte gebannt sein, weil Laura Kneidl wirklich einen ganz, ganz tollen Stil hat. Ja, also es ist eine Empfehlung, keine absolute Empfehlung, aber es ist eine Empfehlung und auch ich werde auf jeden Fall zum zweiten Band ergreifen, weil ich natürlich wissen möchte, wie die Geschichte weitergeht und ich weiter in dieser Welt ja auch einfach sein möchte und diese Welt begleiten möchte und sehen möchte, wofür diese Geschichte dann letzten Endes hin. Dann ist bei mir der neue Sebastian Fitzek eingezogen, dank des Drömer-Knauer Verlags Fische, die auf Bäume klettern. Ja, wir haben hier ja einen Kompass für das große Abenteuer namens Leben und ich habe ja Sebastian Fitzek auch auf der Buchmesse kurz getroffen, habe auch ein Interviewgespräch mit ihm im ARD-Forum besucht und fand das einfach mega spannend. Und würde ich nicht Sebastian Fitzek und seine unglaublich sympathische und optimistische Art mögen, spätestens da hätte ich ihn dann absolut geliebt, weil er so viele Wahrheiten und Weisheiten erzählt hat und ich eben einfach das Buch dann auch lesen wollte oder musste. Allerdings ist mir auf der Messe von zwei unabhängigen Leuten schon vom Hörbuch vorgeschwärmt worden, was in diesem Fall Sebastian Fitzek selbst liest oder spricht. Nicht Simon Jäger, der sonst die Fitzek-Thriller spricht, sondern Sebastian erzählt uns sozusagen selbst seine Geschichte, sein Buch und das macht er auf unglaublich gelungene Art und Weise. Das muss ich wirklich sagen. Dafür, ich meine, der Mann kann reden, der Mann kann sich verkaufen, er ist charmant, er hat so eine gewisse Aura, die ihm umgibt und es macht einfach Spaß, ihn in Gesprächen zu erleben. Er hat immer etwas Sympathisches, Offenes, Ehrliches, er lächelt immer echt, ist zumindest mein Eindruck. Also egal, wann man Fitzek auf der Messe trifft und er hat Leute um sich, er lacht immer, er hat immer Zeit für ein Foto und das macht ihn für mich auch immer so sympathisch, weil er für mich einfach so echt und greifbar wirkt, zumindest an den Tagen, wenn er eben auf der Messe ist. Und wie er natürlich privat ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube, ganz so verstellen kann sich ein Mensch wahrscheinlich nicht. Deswegen habe ich dann tatsächlich zum Hörbuch gegriffen, habe also nicht gelesen, sondern habe das Hörbuch gehört und habe es absolut genossen. Es ist ein Buch, das Sebastian Fitzek für seine Kinder im Grunde geschrieben hat. Es ist ein Brief, wo er seine drei Kinder anspricht und ihnen so ein bisschen das Leben erklärt. Auf eine Art und Weise, wie ich mir wünsche, irgendwann das vielleicht auch mal so weiterzugeben. Oder man sich sogar wünschen könnte, dass einem jemand selbst dieses Leben so nahe gebracht hat. Und damit möchte ich nicht meine Eltern kritisieren, die haben alles richtig gemacht. Aber es sind hier so wunderbare Weisheiten enthalten, die jetzt natürlich nicht das Rad neu erfinden, aber eben so sympathisch, greifbar, mit echten Beispielen rüberbringen. Also das, es fängt schon an mit dem Buchtitel Fische, die auf Bäume klettern. Ist, soweit ich weiß und das auch noch in Erinnerung habe, ist das ja ein Zitat von Albert Einstein.
der eben gesagt hat, wenn du einen Fisch dazu, also sagst, er soll auf Bäume klettern, dann wird er sich ein Leben lang blöd vorkommen, weil das kann er nicht. Und Sebastian Fitzek führt eben weiter und sagt, wenn du aber ein Fisch bist und willst diesen Baum erklettern, dann lass dich nicht davon aufhalten. Wenn du am Ende dann eben ins Wasser fällst, weil du bist halt ein Fisch, dann ist das auch nicht schlimm. Dann nehme es als Erfahrung, aber tue etwas und denk dir nicht am Ende, ach, hätte ich doch. Und das Scheitern eben nichts Schlimmes ist. Er macht auch sich lustig über die vielen Essensfotos auf Instagram und sagt so ein bisschen, hey Leute, wenn ihr euer Essen fotografieren wollt, immer gerne, aber nehmt doch mal die Kameralinse vor den Augen weg und guckt euch das echte Leben an und wie viele Momente er selbst auch vielleicht verpasst hat, weil er mit der Kamera gearbeitet hat, anstelle einfach diesen Moment zu genießen. Und das macht er auf so unglaublich sympathische, echte, ja, einfach, er ist einfach so er. Und viele dieser Weisheiten, das sind die, die man heutzutage eben auch sehr oft liest, sehr oft für sich selbst auch denkt, die ich gerade ja so in meiner Achtsamkeit und Wege zu mir selbst und nach dem Grund suchen, warum man hier ist und ja, wie kann man Stress reduzieren, was ist ein lebenswertes Leben, all diese Fragen, wenn man sich stellt, kommt man irgendwie natürlich schon auf ähnliche Antworten, die einen Sebastian Fitzek gibt. Aber ich finde, dass er das eben einfach so greifbar macht und so für alle anfassbar und auch für alle verständlich macht. Und er unterstreicht das eben auch mit Beispielen aus seinem Leben, wo er eben wirklich sagt, hey, das und das habe ich blöd gemacht und hätte ich gewusst, das hätte ich vielleicht was anderes gemacht. Aber man lernt aus Fehlern und dass Fehler nicht schlimm sind und dass man eben auch mal was wagen muss. Und dass er natürlich schon in einer komfortablen Situation ist, das erzählt er auch seinen Kindern, wie gut es ihnen geht, weil er eben das erreicht hat, was er ist und dass es aber viele Menschen gibt, denen es nicht so geht. Und er erzählt da wunderbare Lebensbegegnungen, und die ich einfach so mitfühlen fand und greifbar fand und einfach so dachte, Mensch, der Mann hat's einfach und er hat das Leben irgendwie begriffen. Und ich habe auch manchmal den Eindruck gehabt, das klingt jetzt vielleicht sehr merkwürdig, dass es vielen Menschen so geht wie ihm und auch wie mir. Und ich habe mich irgendwie verstanden gefühlt, dass ich nicht die Einzige bin, die auf dieser Suche nach einem Leben ist, das vielleicht anders ist, als es alle anderen tun und auch nicht. Oder dieses ganze Insta-Life oder dass alles immer perfekt ist und dass man immer funktioniert und immer schneller, höher, weiter und Konsum. Und darum geht es hier eben auch, dass man eben durchaus eben auch mal Konsumverzicht macht, dass man bewusst Fleisch isst, dass man sich vor Augen führen soll, was Fleisch tatsächlich ist. Und ich fand das einfach mega. Also es hat mich wirklich geflasht. Zum einen wirklich vom Inhalt, was er erzählt, dann zum anderen, wie er es rüberbringt in dieser Du-Form, die in dieser direkten Ansprache, die ich wirklich toll finde. Und auch wenn ich kein Fitzek-Kind bin, habe ich mich angesprochen gefühlt. Sondern so dieses ganze Gesamtpaket dieses Buches war einfach toll. Es ist natürlich jetzt auch nicht besonders dick, gar keine Frage. Aber es gibt einen so viel mit und es hat mich in vielen meiner Gedanken einfach bestärkt und unterstützt. Und ich dachte mir einfach sehr oft, irgendwie mag schon was dran sein an vielen Dingen, zu denen ich selbst gekommen bin. Und das klingt wahrscheinlich jetzt alles sehr merkwürdig, aber ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. Dass man eben nicht immer eine Frage stellen muss, um eine Antwort zu bekommen. Und das schafft er für mich einfach in seinem Buch. Und die Vorstellung, dass er diese Lebensweisheiten, wenn man sie so nennen möchte, an seine Kinder weitergibt und es vielleicht einfach mehr Menschen gibt, die irgendwann so denken, ist so ein Funke Hoffnung in dieser Welt, wo ich ja tatsächlich immer mal wieder mit dem Kopf schüttel und denke, ja, meine einsame Insel ruft immer lauter. Und irgendwie hat man aber nach so einem Buch, was tatsächlich einfach ein Sachbuch ist, doch immer wieder die Gedanken, es geht auch anders, es kann besser gehen. Und es ist schön, dass eben zumindest noch so jemand so ähnlich denkt wie ich. Und wenn er so denkt, tun es auch andere. Und dann ist man irgendwie nicht mehr allein. Ne? Also ja, hat mir unglaublich gut gefallen. Und ich kann euch wirklich nur auch das Hörbuch empfehlen, wenn ihr das mögt, wenn ihr hören mögt, dann hört da einfach mal rein, er bringt das wirklich toll rüber. Also das war auch ein Hörbuch, was ich nicht auf doppelter Geschwindigkeit gehört habe, sondern nur auf 1,5, weil ich natürlich den Genuss von Sebastian Fitzek einfach haben wollte. Und ich bin einfach ein Fan, ich mag einfach seinen Charakter, seine Art, wie er zumindest in der Öffentlichkeit rüberkommt. Und ich glaube, ja, dass man so ein Buch durchaus auch Jugendlichen mal an die Hand geben kann und sagen kann, so,
Jetzt hört euch das mal an und danach macht ihr mal eine Abhandlung. Nein, Thorsten, du wirst mich jetzt wahrscheinlich Kopfschütteln anschauen und denken, nein, Steffi, dieses Buch gehört nicht in den Unterricht. Aber doch, ich wäre davon überzeugt, dass das den Jugendlichen gar nicht mal so schlecht täte, sich hier so eine Scheibe abzuschneiden. So, ich musste mich mal ganz kurz ums Licht kümmern. Gefühlt bin ich irgendwie immer dunkler geworden. Aber ja, das nächste Buch ist dann Glücksbringer auf leisen Pfoten von ihrer Panik, wie auch immer wir sie aussprechen wollen. Von der Autorin gibt es bereits ein weiteres Katzenbuch. Das ist aber eher was für die Weihnachts-Winterzeit, zumindest so vom Titel. Daher war es jetzt nichts, was ich direkt mir noch zugelegt hätte. Und es ist halt ein Buch, da geht es um Katzen. Es ist ein Wohlfühlbuch, es spielt in Paris. Und das hatte mich einfach angesprochen. Und ich muss vorneweg sagen, Wohlfühlbücher funktionieren für mich tatsächlich am besten zum Hören. Und ich habe mich hier so ein bisschen geärgert, dass ich es selbst gelesen habe, weil es für mich dann doch nicht so komplett diese Wohlfühlwirkung irgendwie entfaltet. Dennoch war die Geschichte rund um Mary Claire, die zu ihrer Freundin Sonja nach Paris zieht, wirklich toll. Denn sie hat ein Stipendium und bricht im Grunde auf. Es hat sich auch ganz gut getroffen, dass sie gerade jemanden kennengelernt hat, der in Paris wohnt. Sie bringt ihre Katze Luna mit zu Sonja. Die hat ebenfalls eine Katze namens Colette. Sie betreibt ein Bistro, ein Café, was sehr erfolgreich funktioniert. Also sie macht sich da keine großen Gedanken und weiß jetzt auch, okay, Marie-Claire wird hier immer mal ein bisschen aushelfen. Auch die Katzen verstehen sich und sie wohnen jetzt im Grunde, ich glaube, oben drüber. Und Marie-Claire geht natürlich zum Studium, macht nebenbei ein bisschen was in dem Bistro und wird natürlich auch von Sonja durch Paris geführt. Natürlich ist die Geschichte jetzt nicht nur eine Geschichte, die aus Menschensicht erzählt wird, nein, sie wird auch aus Tiersicht erzählt. Das heißt, auch die Katzen, die sich kennenlernen, erzählen ihre Geschichte in der Art, wie wenn sie Menschen wären. Und ich habe grundsätzlich nichts dagegen, wenn uns Katzen ihre Geschichte erzählen oder Geschichte von Hunden erzählt werden aus der Sicht, aus der Perspektive. Aber diese Mischung Tier und Mensch fand ich so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Zudem hat sie sich sprachlich nicht sehr abgesetzt, was ich auch ein bisschen schade fand, dass man nicht immer greifbar gespürt hat, wer ist man gerade? Ist man gerade in der Katzenwelt oder in der Menschenwelt? Das hätte ich mir vielleicht noch gewünscht. Aber dazu kommen wir dann noch. Ja, in der Geschichte sind wir jetzt also in Paris und beide Frauen treffen auf unterschiedliche Männer, beziehungsweise kannte Mary Claire jetzt im Grunde Jonas auch schon vorab. Und Sonja trifft auf Niklas, das ist ein Restaurateur. Und es gibt da so einige Irrungen und Wirrungen im Leben der Menschen, die die Katzen eben gar nicht verstehen. Denn die Katzen fragen sich die ganze Zeit, Mensch, was machen unsere Menschen denn da? Das ginge doch viel einfacher auf der Welt und überhaupt ist ja Paris das Land überhaupt oder die Stadt überhaupt. Und wir sind sozusagen einmal mit den Menschen unterwegs und eben auch mit den Katzen. Und uns wird natürlich in der Katzenperspektive durchaus immer mal der Spiegel vorgehalten, auch gerade bei meiner Katze, die sich hier kuscheln lässt. Mir hat sehr gut gefallen der lockere, flüssige Schreibstil, was für mich einfach so ein Wohlfühlbuch hat, was für mich eine Lebensgeschichte haben muss, dass man einfach in der Geschichte drin bleibt, dass man Paris vor Augen hat, dass man die Charaktere vor sich hat, dass der Weg irgendwie miteinander gegangen wird, dass man auch Nebencharaktere hat, die nicht blass sind. Das hat für mich die Autorin wirklich sehr gelungen gemacht. Auch die Perspektiven der Katzen haben mir ganz gut gefallen. Nur die Mischung, das war irgendwie, das war irgendwie nicht so meins. Ich kann gar nicht sagen, warum, aber das hat mich irgendwie, ich konnte nicht so richtig Katze sein und nicht so richtig Mensch. Und es war mir manchmal eben auch einfach zu ähnlich, dass es da gar keinen greifbaren Unterschied gab, was ich eben auch einfach ein bisschen schade fand. Dennoch hat mir diese Lebensgeschichte, Liebesgeschichte, Katzengeschichte in Paris sehr, sehr gut gefallen. Es war wirklich eine greifbare Geschichte. Man hatte den Eindruck, man sitzt mit den beiden Frauen einfach auch in diesem Bistro, was man sich eben auch wunderbar vorstellen konnte, dass da Katzen umherwuseln und dass man da einfach eine schöne Zeit haben kann. Und das hat mir unglaublich gut gefallen. Das Problem bei diesen Wohlfühlbüchern ist für mich, wenn ich die einfach selbst lese, dann fehlt mir so ein bisschen die Entspannung, weil ich eben einfach selbst lese. Und ich merke immer wieder, dass mir Wohlfühlbücher, auch diese Inselbücher, dass mir sowas immer sehr gut tut, wenn ich die höre, wo ich mich nicht aufs Lesen selbst konzentrieren muss, sondern einfach nur
aufs Hören, aufs Genießen, aufs Erleben, dass mir das doch tatsächlich mehr Wohlfühlmomente und Entspannung bringt, als wenn ich das selbst lese. Ich kann euch nicht sagen, woran das liegt. Es ist aber für mich irgendwie so. Und mir hat an der Geschichte aber einfach dieses Paris-Feeling gefallen. Auch die beiden Frauen, die so ein bisschen unterschiedlich sind, aber dann merken, dass sie doch eine Freundschaft verbindet und auch eine Katzenliebe verbindet und die Liebe zu Paris. Und ja, das war einfach toll. Mir hat das wirklich unglaublichen Lesespaß gebracht. Und ja, so ein bisschen neben dem Fitzek war das wirklich so eine andere Geschichte, weil ich den einen ja gehört habe und ich das gelesen habe, wo man eben einfach so ein bisschen, ja, wieder so eine Fantasiewelt sozusagen konnte, die natürlich unsere eigenen viel näher kam. Aber mir hat die Geschichte Spaß gemacht für alle, die Katzen mögen, Tiere mögen, Geschichten über Paris mögen, nichts an Abneigung gegen Liebeslebensgeschichten haben. Kann ich absolut empfehlen. Ich habe mir das Weihnachtsbuch auch mal auf die Wunschliste gepackt, weil ich mir durchaus vorstellen könnte, dann einfach dieses Jahr auch die Weihnachtsgeschichte noch zu lesen und zu hören. Das ist aber noch so weit hin, jetzt haben wir erstmal Sommer hoffentlich, dass ich mir da noch keine Gedanken drüber mache. Und ja, von daher, das warten wir mal ab, aber ich habe es mir auf die Liste gepackt, weil mir einfach der moderne, flüssige Schreibstil der Autorin sehr gut gefallen hat. Ja, jetzt zum vierten Buch, das auch abgebrochen wurde, und zwar Der weiße Ahorn von Mina Bates. Wir haben hier den Auftakt der Breitenbach-Saga. Das ist eine historische Reihe in zwei Teilen, so wie ich das jetzt verstanden habe. Band 2 wird auch im November erscheinen und heißt dann Der Ahorn im Sturm. Mich hat diese Geschichte angesprochen, ja, weil ich seit der Clifton-Saga ja durchaus etwas modernere historische Romane sehr gerne lese. Mit moderner meine ich ja so 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert, die Anfänge davon. Ganz egal, ob wir jetzt bei der Clifton-Saga sind, der Hansen-Saga, die Frauen vom Löwenhof gingen in eine ähnliche Richtung, dass ich sowas einfach sehr gerne lese. Und die Geschichte beginnt in Berlin 1881 und wir treffen eben auf den Schuhfabrikanten Breitenbach, der eigentlich expandieren möchte. Allerdings gibt es so eine unglückliche Geschichte aus der Vergangenheit und ein Konkurrent setzt im Grunde diese Geschichte oder bringt diese Geschichte wieder auf den Tisch. Und so ja, muss er im Grunde ja Berlin verlassen und zieht Richtung USA, wo es eine Tochterfirma gibt. Und wir begleiten hier unter anderem auch Rose, die Tochter, und die entgeht einer ungewollten Ehe, indem sie eben einfach in die USA auswandern und ja, viel mehr ist gefühlt auf den 130 Seiten, was ein bisschen mehr als ein Drittel war, auch nicht passiert. Ja, die Geschichte spielte in Berlin 1881, fand ich vom Titel her oder vom Klappentext her sehr spannend. Auch diese Auswanderung in die USA. Was sind vielleicht auch die Unterschiede zwischen Europa und den USA gewesen? Was treibt die Menschen damals an, in die USA zu gehen? Das klang alles sehr spannend. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, selten so ein langweiliges Buch gelesen. Und es tut mir echt unglaublich leid. Es ist nichts passiert. Natürlich gab es hier diesen Skandal und eine ungewollte Ehe und der entgehen wir und aber es war so langsam und langatmig und langweilig erzählt, dass ich glaube für die 130 Seiten 3 Ansätze an 2 Tagen gedauert habe und ich immer so dachte, ach nee, da guckst du lieber noch eine Folge Game of Thrones. Gut, das ist jetzt ein schlechter Vergleich. Aber nein, ich habe dann sogar Samstag ein anderes Hörbuch begonnen, weil es mich so gar nicht an dieses Buch mehr herangezogen hat. Und am Sonntag habe ich dann beschlossen, nachdem ich das Hörbuch, was ich in der nächsten Bücherwoche vorstelle, grandios fand, das brichst du ab. Das ist einfach so langweilig. Es ist zum Teil viel zu ausführlich erzählt. Es ist wiederholend erzählt, es passiert irgendwie nichts in der Geschichte. Es ist sehr vorhersehbar. Man hat direkt manche Info, wo man denkt, okay, es wird jetzt in die und die Richtung gehen. Und ob es da natürlich so ist, weiß ich nicht. Ich habe es ja nicht beendet. Aber es war sehr langweilig. Also ich habe mich wirklich selten so gelangweilt beim Lesen, dass ich nach 20 Seiten immer dachte, puh, wie viel hast du jetzt schon gelesen? Ach, erst 20 Seiten. Und dann nochmal. Und dann, ach, jetzt greife ich lieber zu einem Hörbuch. Ich könnte jetzt eine Folge Game of Thrones schauen. Es war sogar spannender aufzuwaschen
als dieses Buch zu lesen. Ja, und ich muss abwaschen, denn mein Geschirrspüler funktioniert seit 4 Wochen nicht. Aber gut, ein anderes Thema. Ich fand es unglaublich langweilig. Es tut mir wirklich unglaublich leid, weil ich weiß, dass das total gemein klingt, aber es war eben einfach mein Empfinden. Meins war es nicht. Also, ja, und ich finde, man muss auch über ein abgebrochenes Buch gar nicht mehr sagen, als dass ich es wirklich langweilig fand und dann wirklich sehr froh war, erleichtert war, dass ich es, nicht weitergelesen habe. Ja, ich werde natürlich auch nicht den zweiten Band lesen. Also wer sich den Gedanken stellt, nein. Ich habe dann mit einem Hörbuch angefangen, Liebes Kind. Alle Welt spricht gefühlt darüber und in der nächsten Bücherwoche werde ich da auf jeden Fall auch von berichten. Dann habe ich die 6. Staffel von Game of Thrones beendet. Ich bin absolut in Time. Es ist ja jetzt nur noch eine Woche bis zur finalen Staffel von Game of Thrones. Und ich werde jetzt oder habe jetzt in dieser Woche auch schon Staffel 7 noch nicht beendet, aber ich bin dabei. Liege also absolut gut in der Zeit. Und ja, ich muss ehrlich sagen, man merkt definitiv ab Staffel 5 und auch in Staffel 6, dass alles unglaublich schnell geht. Also ich bin wirklich, man hetzt gefühlt durch die Geschichte und man fragt sich die ganze Zeit, warum? Warum habt ihr euch nicht einfach Zeit gelassen? Und das Gefühl hatte ich auch sehr oft in Staffel 6, obwohl es da so den ein oder anderen überraschenden Moment natürlich gab und auch Folge 6.9 wirklich 6.9? Ja. ziemlich heftig ist. Es sind ja immer die 9er Folgen, ohne groß zu spoilern, aber da passiert immer etwas Großes. So auch hier. Und ja, das hat schon echt was. Also das, und gerade auch Staffel 6 hat 2, 3 Dinge drin, wo man einfach nur sprachlos davor sitzt. Und jetzt Staffel 7. Und dann kommt endlich Staffel 8 und es gibt jetzt Teaser und Trailer und schon Gedanken und Spekulationen und ich bin total gehypt und freue mich mega drauf, muss ich echt sagen. Ja, also Staffel 6 Haken dran, im Grunde gedanklich kann man auch dann fast schon Staffel 7 Haken dran machen und ich freue mich mega auf Staffel 8. Ja, noch zur Hangout-Ankündigung. Am Montag, den 8. April, habe ich die liebe Miriam Lorch auf meinem Kanal. Ich habe im April den Achtsamkeitsmonat so ein bisschen ausgerufen, um euch da einfach so ein bisschen ein paar Fragen auch zu beantworten, die mir ganz oft gestellt werden zu Yoga, zur Meditation, zur Achtsamkeit. Kommt immer mal wieder, wenn ich das irgendwie erwähne, durch Bücher, durch Podcast-Empfehlungen, auf Instagram, dass ich immer wieder Fragen bekomme und mir dachte, so in diesem Monat greifst du das mal auf. Miriam Lorch ist eine Yoga-Lehrerin, eine Achtsamkeitslehrerin, bei der ich auch schon ein Achtsamkeitswebinar besucht habe, insofern man ein Webinar besuchen kann. Und sie nimmt sich für uns sozusagen die Zeit, um über Yoga zu sprechen, Yoga-Routine, Achtsamkeit, Meditation, ihre Zeit alleinreisend in einem Kloster, wie sie Yoga-Lehrerin wurde und allerhand anderen Dingen. Und ich freue mich wirklich sehr. Ich hoffe, ihr seid zahlreich dabei. Ab 19:30 Uhr circa, plus minus 5, werden wir online gehen. Wir werden natürlich die Fragen im Chat beantworten. Gerne auch, wenn ihr jetzt schon Fragen habt, packt die gerne hier in die Kommentare oder schreibt mir die per E-Mail oder auf Instagram. Ich werde alles ein bisschen sammeln. Ich freue mich mega darauf, denn auch ich bin total neugierig und habe ganz viele Fragen an die liebe Miriam. Und ich habe mir viele Fragen in der Vorbereitung auch aufgespart. Wir haben auch das ein oder andere Mal uns jetzt natürlich schon ausgetauscht per WhatsApp und natürlich auch mal telefonisch. Und so manche Frage habe ich mir einfach nur klein aufgeschrieben, um sie das dann auch zu fragen. Es soll ja so ein bisschen, man will ja auch mal überrascht werden als Interviewer. Und ich freue mich wirklich sehr. Ich hoffe auch, dass ihr zahlreich dabei seid, Spaß habt an diesem Hangout. Nutzt die Möglichkeit, mal eine Yoga-Lehrerin, Achtsamkeitslehrerin Dinge zu fragen, die ihr vielleicht sonst im Internet irgendwie nicht beantwortet bekommt oder die ihr einfach persönlich beantwortet bekommen haben wollt. Hat das jetzt Sinn gemacht? Seid einfach bei dem Hangout dabei. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Der Hangout ist natürlich im Nachgang ansehbar. Er wird online bleiben, aber live ist natürlich immer ein bisschen was anderes. Also Montag, 19:30 Uhr, so circa. Nehmt euch nichts vor, seid mit dabei, genießt den Abend mit uns und so
dem ein oder anderen achtsamen Moment. Und ja, lasst euch überraschen, was dann noch in den zwei anderen Videos so ein bisschen kommen wird. Das erste Video war jetzt übrigens diese Woche die Infos zu dem Monat und zum Thema Ausmalbücher. Das packe ich euch auch einfach mal in die Infobox. Und wenn ich dran denke, auch oben in das i, auf welcher Seite es auch immer ist. In der Infobox findet ihr auch alle Infos natürlich zu den Büchern. Ihr kommt auch zur Website von Miriam Lorch. Guckt da einfach mal vorbei. Und ich glaube, ich habe jetzt nichts mehr auf meinem Zettel. Nein, ich habe an alles gedacht. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit meiner Bücherwoche. Vielleicht wollt ihr ja auch in den Kommentaren berichten, was ihr gerade so ein bisschen lest, was ihr gelesen habt, was ihr für ein Highlight-Buch vielleicht auch im März hattet oder jetzt in der ersten Aprilwoche. Immer her damit. Ich würde mich über den Austausch wirklich sehr freuen. Danke euch jetzt fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.